Georgiev mit dem rechten Assist. Der Georgiev, der den Ball richtig straff und richtig Goal zubringt. Kommt aber nicht so gut. Allerdings schlechte Abwehr. Hat er ein Goal! Goal 1-0! 12. Minute, ich glaube, wenn ich es richtig sehe, ist der Cvetkovic gewesen. Ja, das sehe ich auch so. Er hat nicht einmal nach einem sehr guten Freistoß ausgezogen, aber dann hat Vaduz nicht gut können klären, ist halbwegs gefilmt worden. Und dann ist der Cvetkovic in Manier vom Stürmer, der da das 1-0 markiert bei GC. Ja, das ist fix gegangen jetzt zur Führung. Was ist das? Ein riesen Freistoß von Peti Pusic und dann ist der Ben Khalifa, der da reinköpfelt. Ganz alleine, da ist er völlig vergessen gegangen und tatsächlich 1-1. Wir sind immer noch über die Karte am Wehrleister gewesen und dann markiert geht es da für die 2-2 für den Schweizer Rekordmeister. Ja, was für ein Standard. Ein weiteres Mal ist das ein Standard, dass man nicht der Pusic, sondern der Georgiev mit einem riesen Standard und dann ist das Kopfballgoal, wo uns da in Führung bringt. Der direkt hinter ihm Arrigoni, der hat den Platz, ist auch mal vergessen gegangen, zieht dann nach vorne. Jetzt flankt er in die Mitte, durch die Subotic. Und tatsächlich am Böllköpfchen sogar schiessen, Subotic schiessen. Goal! Wie geht's jetzt? Aus einem riesen Spitzenwinkel haut er einfach im Masch. Und das ist das, wo man von den Stürmen wegsieht. GC 3, Vaduz 1. Danach haben wir einen Abwehrfehler von der Vaduz. Die Hintermannschaft Kunter am Böllchen kann irgendwie behaupten. Und schwartet dann einfach aus, ja, aus einem 15-Grad-Winkel auf. Und somit zwei Tore Führung da im letzten Grund für GC.